Mit dem Hamas-Terror am 7. Oktober ging es auch bei uns los. Viele Juden im Land fühlen sich nicht mehr sicher. Nie wieder ist jetzt, heißt es von der Bundesregierung. Und mit einer Null-Toleranz-Initiative will Niederösterreich reagieren und den Besuch von Gedenkstätten in Schulen vorschreiben. Eine Idee, die der überwiegende Teil der Österreicher gut findet, das zeigt unsere exklusive Umfrage von OGM. 72% sind für einen Pflichtbesuch im Konzentrationslager Mauthausen. Doch wie kann das gelingen? Denn der Blick in die Klassenzimmer zeigt, der Holocaust wird im Schulunterricht immer öfter vermieden. Lehrer befürchten, sie könnten damit vor allem muslimische Kinder provozieren. Stefanie Hüttner und Mathis Katnick berichten. Gab es Gaskammern? Es gab eine Gaskammer in Mauthausen, ihr werdet dann später auch hineinschauen können. Die Gaskammer war in Mauthausen ein Teil des Tötungsapparats. Ja. In Mauthausen wurde an allen möglichen Orten gemordet. Also da gab es ganz viele Arten. Also auch die Vernachlässigung ist eine Art des Tötens gewesen in Mauthausen. Ja. Das ist auch etwas, was man natürlich nicht vergessen darf. Tatort Mauthausen. An kaum einem anderen Ort in Österreich sind die Gräueltaten der Nationalsozialisten so allgegenwärtig. Jeden Tag besuchen mehrere Schulgruppen das Konzentrationslager, wo rund 90.000 Menschen getötet wurden. Und auch wenn man hier in die Häuser reingeht und auch die Kammern sieht, man fühlt einfach, was hier passiert ist und sieht das auch halt einfach im wirklichen Leben. Und man liest davon, man hört davon und man lernt natürlich in der Schule davon. Aber nochmal hier zu sein, ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil man einen anderen Bezug dann dazu bekommt. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich oft damit auseinandersetzt und probiert, so viel wie möglich zu begreifen, eben auch, dass solche Fehler oder dass überhaupt sowas in der Zukunft nie wieder passiert. Und nicht in Vergessenheit gerät. So denken aber nicht alle. Nicht nur bei vielen Rechtsextremen, sondern auch bei Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund sitzt der Judenhass teils tief. Das belegen Studien. Knapp 40% der türkischen und arabischsprachigen Migranten finden, dass in den Berichten über Konzentrationslager und Judenverfolgung vieles übertrieben dargestellt wird. Hitlers Mein Kampf ist in einigen muslimischen Ländern ein Bestseller. Junge Migranten denken sehr unterschiedlich über den Holocaust und über Juden. Das sind Menschen. Die leben wie wir. Und warum sollten die sterben und die nicht? In meiner Schule sind alle Hitler gewusst. Ja, sicher. Alle Nazis in meiner Schule. Alles, ah, ist auch meine. Und wie denken die ganze Zeit bei mir sagen die sind Arschlöcher. Ich kenne mich ja nicht aus, diese Hitler-Zeichen. Ich habe mich schuldig gemacht und ich habe ein bisschen Ärger bekommen. Es ist nicht gut, dass man das macht jetzt. Man bekommt ja Probleme wegen Polizei und so. Judenfeindliche Parolen. Die hört auch Direktor Mario Matschl in den Klassenzimmern seiner Schule. Über das Thema Holocaust im Unterricht zu sprechen, ist für ihn und seine Kollegen schwierig. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und natürlich kommen sehr, sehr viele Fragen und auch natürlich auch Hintergrundfragen. Ja? Wie war das jetzt wirklich? Und da waren ja auch durch die Schuld und da haben ja die was gemacht und deswegen ist passiert. Und vereinzelt kommt schon auch dann, naja, aber die sind ja selber schuld, dass das passiert ist. Oder auch vielleicht sogar, Gott sei Dank sehr vereinzelt auch, naja, das war schon in Ordnung so. Das kommt schon auch. Bei welchen Schülern ist das? Das ist hauptsächlich von Schülern mit muslimischem Hintergrund, ja, wo es verleugnet wird. Ja. Es kommt von mehreren Seiten. Also es kommt sicher nicht nur vom Internet, es kommt sicher auch von zu Hause. Wir wollen weiter hinter die Mauern von Wiens Brennpunktschulen blicken und treffen Lehrergewerkschafter Thomas Krebs. Er warnt: In einigen Wiener Schulen könnte das Thema Holocaust im Unterricht zu kurz kommen. Ich habe von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie teilweise wirklich auch schon Bedenken haben, dieses Thema anzusprechen, weil sie damit zum Teil auf ganz, ganz klaren Widerstand stoßen. Also Hitler wird oft wirklich als Hero bezeichnet. Und da ist natürlich für eine Lehrperson extrem schwierig, hier dagegen zu halten, weil das enorm viel Kraft und Energie kostet. Adolf Hitler. Ein Held, weil er 6 Millionen Juden umgebracht hat? Aussagen, die fassungslos machen.
Der Holocaust ist eigentlich fest im Lehrplan verankert. In der 8. Schulstufe, also mit 14 Jahren, erfahren die Jugendlichen die Hintergründe über die systematische Vernichtung der Juden. Vertiefend ist er noch einmal in der Oberstufe Thema. Ich bin der festen Überzeugung, dass man bei unserem Lehrplan nicht einen Millimeter Kompromiss machen darf. Wenn ich einen Millimeter Kompromiss mache, bringe ich das ganze Gebäude zum Einstürzen. Götz Schrager ist SPÖ-Bezirksrat in Wien. Flüchtlingen hat er ehrenamtlich Nachhilfe gegeben. Antisemitische Parolen hat auch er gehört. Ja, das habe ich natürlich auch erlebt. Adolf Hitler war super und so weiter. Aber das ist dann auch immer so ein bisschen Provokation. Das Ganze wird ja nicht mit Hass vorgetragen, sondern mit Lachen. Und ich habe es auch nicht sehr ernst genommen. Inzwischen habe ich schon das Gefühl, man müsste sich diesen Diskussionen stellen, wenn sie zu führen sind. Und das nicht unterschätzen, weil sich das eher verfestigt und nicht einfach nur eine kleine frühpubertäre Attitüde ist. Zurück an der Mittelschule in Wien-Kagran. Hier will man aktiv gegensteuern. Alexander Karakas leitet das Projekt Not in God's Name, das vom Bundeskanzleramt gefördert wird. Gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde will er gegen Judenhass und Radikalisierung vorgehen. Wenn dann Vorteile genannt werden, wurden aufgeschrieben werden wie jeder Jude ist reich oder Juden töten kleine Kinder, dann, je nach Situation, fragen wir dann unsere Role Models von der jüdischen Gemeinde, wie viele Kinder hast du schon getötet? Dann ist die Antwort selbstverständlich keines. Und dann versuchen wir, diese Vorurteile zu dekonstruieren. Teil des Projekts ist auch der Besuch des Konzentrationslagers Mauthausen. Also ich kann das wirklich jedem Schüler oder Schülerin empfehlen, weil wenn man wirklich bei dem Ofen, wirklich in der Gaskammer drinnen steht, mit Erzählungen, mit Bildern, wenn man die Bücher mit zigtausend Opfern sieht, dann näher an der Shoah, dieser systematischen, maschinellen Vernichtung kann man nicht sein. Das sieht auch die Niederösterreichische Volkspartei so. Sie will gezielt gegen Antisemitismus an Schulen vorgehen und Jugendliche zum Besuch einer KZ-Gedenkstätte verpflichten. In Mauthausen sieht man das kritisch. Schüler sollten selbst entscheiden dürfen, wann sie bereit sind, das Konzentrationslager zu besichtigen. Die Lehrer sind uneinig. Ich bin kein Fan davon, etwas verpflichtend zu machen, weil das kann mitunter auch wirklich eine sehr wichtige und ernst gemeinte Thematik in einen falschen Bereich bringen. Und daher, es sollte schon der Schulgemeinschaft obliegen, zu entscheiden, fahren wir zu einer KZ-Gedenkstätte, ja oder nein? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es für alle Schulklassen, also für alle vierten Klassen verpflichtet sein soll, einmal auf jeden Fall in ein Konzentrationslager zu gehen und diese Stimmung dort einzufangen. Bereits seit diesem Schuljahr fördert das Bildungsministerium 1000 Besucher und tatsächlich, die Zahl der Besucher steigt.